Schauen wir uns also dieses Beispiel 4 da an. Für die Herstellung eines Produktes entstehen dem Betrieb Fixkosten in der Höhe von 20.000 Geldeinheiten. Kann ich gleich schon mal aufschreiben. Und wir haben variable Kosten angegeben mit einer Funktion. Da ist die Funktion eben gegeben. Wir brauchen nur nicht irgendwas aufstellen, sondern können mit dieser gegebenen Funktion arbeiten. Wenn ich die variable Kostenfunktion habe, KV wird das immer abgekürzt, die schreibt man vielleicht dazu, abhängig von den Stückeinheiten oder Mengeneinheiten x, dann kann man ja ganz schnell die Gesamtkostenfunktion anschreiben. Wenn ich zu den variablen Kosten einfach die Fixkosten hinzuzähle, sind wir bei der Gesamtkostenfunktion. Dann ist noch ein Absatz- und Preiszusammenhang oder Preisnachfrage, könnte man auch sagen, angegeben, wobei die nicht in der Form da steht, P ist gleich, sondern X ist gleich. Der Absatz, Menge X, ändert sich je nach Preis. Das ist ein normaler Zusammenhang, je höher der Preis, desto weniger wird abgesetzt. Wahrscheinlich, wenn wir uns dann ein bisschen anschauen. Wir haben also noch nicht wirklich eine Preisfunktion. Wir brauchen die Preisfunktion, um eben dann Gewinn und Erlös und so weiter aufzustellen. Die Preisfunktion muss also in der Form gegeben sein, der Preis ist abhängig von der Menge x. Weil wir da oben auch die Kosten in Abhängigkeit von x haben, braucht man natürlich auch den Preis in Abhängigkeit von x. Kurz ein bisschen händisch umformen, das ist nicht wirklich schwer, wir rechnen einfach plus p. Und dann hätten wir mit minus x die Preisfunktion oder den Preis in Abhängigkeit der Stückzahl. Das ist ja ein vice versa Zusammenhang, das hängt ja genauso zusammen, Preis von Stückzahl oder umgekehrt Stückzahl in Abhängigkeit vom Preis. Und um das noch ein bisschen zu unterstützen, schreibe ich dazu p von x. Der Preis ist abhängig von den Mengen oder von der Menge, ganz einfach. Dann haben wir eigentlich schon die zwei wichtigsten Dinge. Wir haben die Funktion gegeben, die Kostenfunktion und die Preisfunktion und können mit dem schon mit Computer arbeiten, um die Gewinngrenzen zu bestimmen. Also Break-Even-Point ist die eine Gewinngrenze, das andere ist die Gewinnobergrenze. Öffnen wir uns GeoGebra dazu. Schauen wir uns an, wie wir da mit dieser Kostenfunktion und mit dieser Preisfunktion, die wir da gegeben haben, sauber arbeiten. Geben wir also die Kostenfunktion ein. Bitte nicht vergessen, ist schon wieder länger her, dass man GeoGebra verwendet hat wahrscheinlich. Komma ist ein Punkt. Und mit Hilfe dieser Kostenfunktion, die sehr große Fixkosten hat, das heißt, da müssen wir natürlich sauber skalieren. Entweder mit der Maus X- und Y-Achse verschieben oder mit dem Mausrad sauber die Skalierungen angeben. Und da sehen wir auch, dass diese Kostenfunktion diesen typischen S-förmigen Verlauf hat. Eine Funktion dritten Grades.
am Anfang hier die Fixkosten, die man schön ablesen kann bei 20.000, dann den sogenannten degressiven Verlauf. Kosten steigen zwar, aber es wird ein bisschen langsamer wachsend bis zum sogenannten Wendepunkt oder Kostenkehre und dann progressive Kosten. Und dazu tragen wir uns auch noch ein die Preisfunktion P von X 2050 weniger X. Die schaut so ein bisschen aus. Und dann haben wir diese Preisfunktion und Kostenfunktion. Wir sehen also hier die Kosten- und die Preisfunktion und jetzt können wir mit GeoGebra ganz schnell die Erlösfunktion dazu einzeichnen. Brauchen wir ja. Und zur Wiederholung, Erlös ist nichts anderes als Preis mal Stück oder Stück mal Preis oder Mengeeinheit mal Preis, also x mal die Preisfunktion. Weil wenn ich 10 Stück verkaufe, dann muss ich 10 mal den Preis rechnen, wenn ich 100 Stück verkaufe, 100 mal, und wenn ich x verkaufe, x mal den Preis von x. Jetzt definieren wir unsere neue Funktion e von x gleich x mal p von x. Dann können wir mit der sauber weiterarbeiten. Und die hat jetzt diesen Verlauf. Und dann sehen wir, dass ich viel zu wenig skaliert habe. Die Erlösfunktion und die Kostenfunktion schneiden sie zweimal. Das ist da zufälligerweise, schaut das so aus. Wir sehen, wir haben da eine Kostenfunktion, das in roter Stelle, die Erlösfunktion in blau. Und wir sehen jetzt sofort schon, wo die Gewinngrenzen sind, da haben wir uns die zwei Funktionen einfach schneiden. Mathematisch müssen wir die Gleichung lösen. Ich würde einfach das eine e von x gleich Kosten von x setzen. Aber ich brauche nur den Schnittpunkt oder die Punkte auswählen und kann sofort auf die Schnittpunkte klicken und kriege sauber die beiden Schnittpunkte heraus. Und habe dann eben den ersten x-Wert 12,57, Break-Even-Point, wo das erste Mal der Erlös über die Kosten drüber steigt. Und B bis 208, wo eben die Kostenfunktion die Erlösfunktion wieder einholt. Da unten sind eh die Lösungen angegeben und somit sieht man, die Grenzen stimmen. Wir werden das dann eh sauber nochmal dokumentieren und aufschreiben. Aber man sieht schon, wir haben richtig gerechnet, 12,57 und 208,69 sind genau die Grenzen. Schauen wir uns an den Gewinn als weiteren Punkt, weil ja gefragt ist, den optimal möglichen Gewinn, ja optimal möglichen Gewinn heißt in den meisten Fällen den maximalen Gewinn zu bestimmen, den könnte man da auch schon zumindest skizzenmäßig herauslesen, der muss irgendwo da sein, wo der Unterschied zwischen Kostenfunktion und Erlösfunktion am größten ist. Also ich schätze mal, dass das da irgendwo bei 120 oder irgendwo da so in der Größenordnung sein wird. Lassen wir uns die Gewinnfunktion einzeichnen. Deswegen nenne ich es g von x. Und es ist kein Geheimnis und eigentlich ziemlich logisch, dass der Gewinn nichts anderes ist als die Erlös oder der Erlös weniger die Kosten, also e von x weniger k von x. Das ist jetzt das Praktische, wenn ich da mit dem Computeralgebra-System rechne, weil ich mir auf das beziehen kann, was k und e ist. Und somit kann ich das sofort mir darstellen lassen. Ich mache das vielleicht wieder gewohnt grün und habe hier die Gewinnfunktion. Die Gewinnfunktion nur mehr, da, wenn man es mit den einzelnen Termen ausschreibt, das wird da gar nicht vereinfacht, braucht man nicht vereinfacht dargestellt haben, x mal Preis, der Erlös da vorne und da hinten eben die Kostenfunktion. Könnte man nur sauber ausrechnen, damit wir das vereinfacht dargestellt haben. Was wir auf alle Fälle sehen,
und das muss ja auch so sein, ist, dass der Gewinn, ich finde die Preisfunktion weg, dass der Gewinn genau dann null ist, wo sie Kosten- und Erlösfunktion schneiden, Break-Even Point, und dass der Gewinn auch wieder null ist, wo sie Kosten- und Erlösfunktion schneiden, also nur da den X-Wert runtergeben bei 208 und hat natürlich auch wieder Gewinn null. Was suchen wir nur? Wir suchen den maximalen Gewinn oder den optimalen Gewinn. Ja, das ist der maximale Gewinn. Wie gesagt, der wird da irgendwo liegen. Rein rechnerisch, bitte nicht ganz vergessen, aber ich werde es vielleicht nicht verlangen, werde es die erste Ableitung von der Gewinnfunktion nehmen, diese erste Ableitung null setzen und dann kann ich dieses Gleichungssystem, auch diese Gleichung lösen. Führt, wenn man es ein bisschen durchdenkt, auf eine Gleichung dritten Grades, also Funktion dritten Grades, weil da das irgendwie mit x hoch 3 vorkommt. Beim Ableiten gleich Funktion zweiten Grades, also g' ist irgendwie mit x Quadrat und wenn das lösen wir so händisch, hätte eine quadratische Funktion. Alles das können wir uns sparen, wenn wir wissen, wir suchen das Maximum der Gewinnfunktion. Ich kann es ganz schön mit dem Befehl max darstellen. Nur mal zur Erinnerung, max Funktion Startwert Endwert benötigt aber dann eben ein Bereich, wo er dieses Maximum suchen soll, ja, sagen wir mal zwischen 0 und von mir aus 220. Irgendwo da dazwischen sucht er das Gewinnmaximum und ich kriege den Punkt C heraus bei 132, tue das gleich umbenennen in Gewinnmaximum. Oder wie es im Text dann die Frage, die Antwort muss dann lauten, der optimale Gewinn liegt bei 132, irgendwas Mengeneinheiten und beträgt 190.757 Werteinheiten. Schreiben wir uns das dann eh noch sauber auf. Bestimmen Sie die Gewinngrenzen und den optimal möglichen Gewinn mit den dazugehörigen Wirtschaftsdaten. Da meint man eben damit, dass man den maximalen Gewinn auch angibt, der 190.757 angibt. Die Antworten schreiben wir uns eh dann sauber. Ist egal, irgendwo zwischen 0 und wo ich halt das suche, das Maximum, kann ich auch 1.000 und 100.000 eingeben. Machen wir mal, beantworten wir mal mit einem Screenshot. Bitte probiert es alle selber aus, damit ihr es auch selber dokumentieren könnt. Die ersten Fragen, die da bei A gestellt sind, das verlange ich einfach auch von euch, dass ihr euch sauber zwar einen Computer zur Verfügung nehmt, aber dann auch wirklich sauber dokumentiert und das auch wirklich beantwortet, was gefragt ist. Also nicht einfach nur screenshotten und dann, ja, das war's, sondern hinschreiben, aha, was war bei A gefragt, Gewinngrenzen, ja. Du meinst diesen Punkt da? Den da? Das ist die obere, die Gewinngrenze, obere Gewinngrenze. Sagen, ja. Gewinngrenzen oder Gewinnbereich, nein, schreiben wir, Gewinngrenze ist gefragt. Die untere Gewinngrenze ist bei 12,57. Nennen Sie eben Break-Even-Point. Oder auch Gewinnschwelle zu Deutsch. Und die obere Gewinngrenze ist bei 208,69. In diesem Bereich muss der Betrieb produzieren, damit er Gewinn abwirft, wenn er es dann eben am Markt verkaufen kann mit der angegebenen Preisfunktion. Und der optimale Gewinn oder die optimal möglichen Gewinn, der optimal mögliche Gewinn, schreibt gleich dazu, ist gleich maximaler Gewinn, wird bei, das sind eben die Wirtschaftsdaten, könnte man jetzt dazu sagen,
132,51 Mengeneinheiten. Wir wissen nicht, welche Mengeneinheiten das sind. Es können Tonnenstück oder auch irgendwas anderes sein. Erwirtschaftet und der maximale Gewinn und er beträgt 190.757,82 Geldeinheiten, Werteinheiten. Ich glaube, sie sind oben eben von Geldeinheiten die Rede. Schreiben wir es da auch Geldeinheiten her. Es ist eigentlich keine große Kunst, dieses Rezept unter Anführungszeichen immer nachzuvollziehen. Bitte im Hinterkopf immer haben, das Gewinnmaximum ist eigentlich die erste Ableitung. Und dann sollte man händisch Gleichung lösen, das verzichtet man da alles. Das erledigt uns der Computer. Gut, dann schauen wir zu B, was da gefragt ist. Bei B geht es um die lang- und kurzfristige Preisuntergrenze. Das sind wieder zwei Begriffe, die man einfach wissen muss, was das für Berechnungen nach sich zieht. Sprich, ganz einfach, das ist ein Vokabelheft, das man eigentlich einmal überlegen muss, was ist da gefragt. Fangen wir mit der langfristigen Preisuntergrenze an, das ist am einfachsten. Das hat nur was zu tun mit der Kostenfunktion. Also lasst euch alle anderen Dinge ausblenden, ihr braucht euch nur mal die Kostenfunktion, nicht löschen. Kann mit der Kostenfunktion sauber jetzt arbeiten. Vielleicht schreibe ich vor auf langfristige Preisuntergrenze. Das ist, was man einfach wissen muss. Das ist nichts anderes als eine Lernsache. Preisuntergrenze ist der minimale Stückpreis. Das hat ja einen Sinn, dieser Name. Auf lange Sicht gesehen kann ich nicht billiger als dieser Preis produzieren. Egal was der Markt jetzt da an Preisen angibt. Also unter diese Grenze komme ich nicht, darf ich nicht drunter kommen. Da kann ich auch nicht billiger produzieren. Brauchen wir also den Stück, schreibe vielleicht Kosten dazu, den Stückkosten oder die Stückkosten dazu. Machen wir also die Stückkostenfunktion. Ich tue es in ein neues Fenster rein. Ich mache jetzt unter Ansicht ein neues Grafikfenster auf. Aus einem ganz einfachen Grund, weil das die Einheiten Geldeinheiten sind auf der Y-Achse und hier die Stück- oder Mengeneinheit haben. Und bei Stückkosten hätten wir eigentlich Geldeinheit pro Mengeneinheit. Deswegen, wenn man ganz, ganz korrekt ist, muss man das eigentlich in einem eigenen Diagramm darstellen. Ist aber nicht so tragisch, wenn man es im gleichen drin hat, nur damit wir jetzt durcheinander kommen. Sobald ich Grafikfenster 2 habe, ist das so fett hinterlegt, dann kann ich es eh dort reinzeichnen. Die Stückkosten, ich tue das immer abkürzen, entweder mit K quer oder mit SK für Stückkosten von X. Ist nichts anderes als die ganzen Kosten, K von X auf X aufgeteilt. Und nachdem ich K von X ja gegeben habe, kann ich mir auf das beziehen, Stückkosten, eine neue Funktion definieren, k von x durch x, wird ab und zu mit k quer dargestellt und mit geeigneten Zoom und Skalierung sehen wir, dass wir folgende Stückkostenfunktion da irgendwie herauskriegen. Die schaut so aus, man sieht es nur mal schön, wenn man es dann richtig eingegeben hat. Die Kostenfunktion aufgerechnet auf die Stück, auf die Mengeneinheit, deswegen durch x. Auch hier wieder kurze Erklärungen dazu. Stückkostenfunktion, was kann ich da herauslesen? Ja, logischerweise, wenn ich nichts produziere, gibt es keine Stückkosten, die sind unendlich hoch. Wenn ich eine Einheit produziere, dann wird das wahnsinnig teuer. Bestes Beispiel, ich möchte einen einzigen Laptop für mich selber produzieren, dann wird das wahnsinnig teures Stück werden. Weil ich ja alles auf das eine Stück hin machen muss. Irgendwann fangen sie sich zum Rentieren an vielleicht. Irgendwann kommen die Stückkosten, werden es weniger und weniger und weniger. Man sieht schon da irgendwo bei 90, schätze ich mal grob, haben wir minimale Stückkosten.
und dann werden die Stückkosten immer wieder mehr und wir haben wieder höhere Stückkosten, also da wird es sich wieder nicht mehr so rentieren. Fragt sind jetzt eben die minimalen Stückkosten, also rechnen wir uns genau einfach die minimalen Stückkosten aus. Wieder der Hinweis, händisch wäre es die Ableitung von dem zu machen. Zur Erinnerung, die Ableitung benötigt hier eine Quotientenregel und dann kommen wir auf einen etwas unangenehmen Bruchterm, beziehungsweise wenn man dann diesen Bruchterm null setzt auf eine Bruchgleichung, können wir alles getrost vergessen, wenn wir uns wieder den Befehl Minimum uns anschauen. Wir wollen das Minimum dieser Stückkostenfunktion, also SK, und irgendwo zwischen, ich kann schon ziemlich genau angeben, 70 und 100 wird es sein, oder ich kann sagen, okay, zwischen 10 und 200 wird dieses Minimum sein. Dieser Punkt, den haben wir jetzt umbenannt in Bob, also im ganz einfachen Grund, besteht immer aus zwei Kennzahlen. Einerseits aus dem Betriebsoptimum, so nennt man eben die Anzahl der Minimal, wo die minimalen Stückkosten erreicht werden, 89,88. Ich sage jetzt einfach, wenn ich 89,88 Mengeneinheiten produziere, kann ich es am günstigsten machen pro Stück. Und der Pro-Stückpreis oder Pro-Mengeneinheit-Preis ist 762 Euro, Geldeinheiten, Werteinheiten. Das ist eben die langfristige Preisuntergrenze. Und genau das werden wir uns jetzt nur sauber in ein Antwortformat reinschreiben. Also die langfristige Preisuntergrenze beträgt, da habe ich den Wert nicht anzeigen lassen, das will ich dort schon anzeigen. Langfristige Preisuntergrenze beträgt 762,22 Geldeinheiten. In Klammer schreibe ich noch hier, das Betriebsoptimum, das ist der X-Wert. Beträgt 89,88. Oben nur eine Kleinigkeit, oben Mengeneinheit. Langfristige Preisuntergrenze beträgt 782,22 Geldeinheiten pro Mengeneinheit, also pro Stück, pro Einheit. Kann ich das sauber so ausrechnen. Fast auf lange Sicht gesehen, zur Erklärung nochmal, kann ich nicht billiger als das produzieren. Und deswegen ist das auch meine Untergrenze am Preis. Gehen wir wieder das Beispiel Laptop her. Wenn ich einen Laptop produziere, dann kann ich ihn nur billigst um 762 Euro produzieren. Ich muss also mehr dafür verlangen. Ja. Zur kurzfristigen Preisuntergrenze brauchen wir das Minimum der variablen Stückkosten, die minimalen variablen Stückkosten. Bedeutet, auf lange Sicht gesehen, okay, muss ich ja die ganzen Kosten irgendwie bei dieser Preisuntergrenze, bei der langfristigen Preisuntergrenze reinkriegen. Kurzfristig kommt es, wenn ich mal die Fixkosten einfach weglasse, einfach ein bisschen günstiger nur vielleicht verkaufen, dass zumindest die variablen Kosten gedeckt sind. Deswegen kurzfristige Preisuntergrenze. Die Fixkosten wäre so und so nicht los. Bevor ich gar nichts produziere in einem Betrieb, mache ich zumindest auf ein Minimum kurzfristig, damit ich zumindest die variablen Kosten wieder reinkriege. Ja, wenn ich es dann an den Preis verkaufen kann. Fixkosten habe ich so und so, bevor ich einfach die sitzen bleiben, mache ich zumindest irgendwas, ja, weil die Maschine weiterlaufen soll oder sonst irgendwas. Also schauen wir uns die minimal variablen Stückkosten an.
Oben haben wir die Kostenfunktion durch x durchdividiert, damit wir dieses Stückkostenfunktion gekriegt haben. Jetzt werden wir ganz einfach die variablen Stückkosten, SKV nennen wir das jetzt einfach, von x. Also brauchen wir die variablen Kosten durch x. Die variablen Kosten habe ich noch nirgendwo da in meinem Ding herinnen. Die kann man aber ganz schnell sie ausrechnen, beziehungsweise nochmal eingeben. Wer möchte, kann es eingeben nochmal. Ich mache es jetzt so. Die variablen Kosten sind nichts anderes als die Gesamtkosten, weniger die Fixkosten, und das ist an der Stelle K0. K von 0. Man kann es aber auch eingeben, logischerweise mit 0,1 hoch x hoch 3 und so weiter. Ich mache es jetzt alles von dieser Kostenfunktion abhängig, weil dann kann man das Beispiel für andere Berechnungen auch noch verwenden. Die Erklärung dahinter noch einmal, die Gesamtkosten K von x weniger die Fixkosten, und das sind natürlich die Kosten an der Stelle 0. Dann haben wir die variablen Kosten, KV. Kurzer Hinweis, deswegen lasse ich es da noch kurz so einblenden. Die müssen natürlich genau den gleichen Verlauf haben wie die Kostenfunktion. Die variablen Kosten nur, es sind halt einfach um 20.000 weiter drunter. Ist einfach nach unten verschoben. Ist aber nicht so interessant. Interessant ist wieder die in der Grafik 2, dass wir uns die variable Stückkostenfunktion darstellen. Also KV durch X wieder. Stückkostenvariable nennen wir das jetzt einfach. Von X. Term da ein. Ich habe hier die variablen Kosten KV definiert, ohne den Fixkosten, und durch das durchdividieren durch x, und dann haben wir die variable Stückkostenfunktion, die diesen Verlauf hat. Durch das vielleicht wieder grafisch hervorheben, mit einer netten Signalfarbe. Schlecht. Orange. Entweder gibt es das da ein, oder, wenn ihr das nicht mit KV definiert habt, 0,1x² weniger 15,5x plus 1125. Die Funktion schaut so aus. Das ist eine quadratische Funktion. Da in Orange dargestellt. Die anderen Punkte geschwind ausblenden, damit wir uns da nicht durcheinander kommen. Diese variable Stückkostenfunktion beschreibt eben nur den Produktionspreis, wenn ich nur die variablen Kosten betrachte. Und hat auch wieder irgendwo ein Minimum. Und genau das rechnen wir uns wieder aus. Minimum, Funktion, Startwert, Endwert. Irgendwo zwischen 0 und 200. Kann auch gleich sagen, zwischen, schätzungsweise bei 80 wird es liegen. Irgendwo zwischen 60 und 100 wird das schon sein. Etwas, die heißt SKV mit einem großen K. Ja, genau. Wir suchen das Minimum der Stückkostenfunktion. Das Minimum der Stückkostenfunktion ist das da. Und das brauchen wir dann für die kurzfristige Preisuntergrenze. Und genauso werde ich das jetzt auch dokumentieren wieder. Und dann sauber noch die Antworten geben. Das
die kurzfristige Preisuntergrenze beträgt 524,38 Geldeinheiten pro Mengeneinheit. Und der zugehörige X-Wert, das nennt man Betriebsminimum. Kommt auch wieder daher, bevor ich gar nichts produziere, produziere ich zumindest 77,5 Mengeneinheiten, dann kann ich zumindest das Stückerl auf 524 Geldeinheiten irgendwie produzieren. Und wenn ich die 524 Euro, sagen wir einfach jetzt einmal, auch bekomme für dieses Stückchen, dann habe ich zumindest die variablen Kosten gedeckt und bleibe nur auf meinen Gesamt, auf meinen Fixkosten sitzen und habe nur das zumindest.